Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Transport Fever hier. Oh, guck mal! Wie krass das schon abgeht hier. Aber du gerade die Zeit ganz weiterlaufen lassen. Mit Alex. Hallo. Hier stehen Leute, ey, da freue ich mich gerade. Unsere Überlandbuslinie geht voll ab. Weil, nimm mal die Zeit runter und kümmere dich erst um den Zug, bitte. Alles klar, Alex. Hier ist dadurch gerade richtig Geld, dass er. Ist er schon im Depot? Ah, lol, ist er. So. Okay, jetzt müssen wir natürlich mal schauen, weil. Oh. Oh, die sind so teuer. Scheiße. Die können viel mehr mitnehmen, lohnt sich schon. Warte mal. Die habe ich erst gekauft hier. Da kriege ich noch gutes Geld dafür. Die habe ich für 125 gekauft. 100 kriegt man noch. Ich würde alle austauschen gleich. Da habe ich das Geld nicht. Die Rungenwagen sind da nicht besser. Rungenwagen haben wir keine anderen. Die Rungenwagen nicht, aber die davor würde ich austauschen. Noch. Die Kesselwagen? Ja, da kann es ja auch besser. Holzrungwagen 8. Wie viel Holz können wir mitnehmen? 5 von 18, 40. 48. Das sollte reichen, oder? Ja, das ist nicht schlecht. So, hier haben wir die Waren und Kunststoff. Das ist Öl, weil das ist am wichtigsten eigentlich. Reicht. Sagen, dass du die anderen noch kaufen kannst. Hm. Mal gucken, vielleicht kriegen wir noch mal zusammen. Nee. Guck mal, wenn der Zug unten ankommt, müsste es noch mal reichen. Ja, kommt gerade. Und wir sind im Plus. Ja, hat gepasst, oder? Nee, hat nicht gepasst. Nee. Die über 300.000 kosten, das ist das Problem. Komm, einen, gib mir noch einen. Jetzt endlich so. Nee, warte mal, das bringt nichts, weil wir verdienen auch kein Geld. Dann lieber dann nochmal losschicken. Dann lieber nochmal. Gut. Aber hier werden wir noch Büsse brauchen. Guck mal, die haben überall 8 drin. Kannst ja nochmal 3 Busse kaufen. Ja. Ich will mal wissen, wie viel ich bekomme. Macht die eine Buslinie vielleicht schon? Warte mal kurz. Oh, 22.000, das ist nicht schlecht. Zehntausend. Das gibt schon gut Geld, ne? Ja, ist okay. 19.000. Läuft nicht so schlecht, würde ich behaupten. Fernbus macht auch Gewinn. Neuer LKW verfügbar. Also der Fernbus macht tatsächlich auch Gewinn. Und ich denke, der wird nicht wenig Gewinn machen. Wenn wir jetzt nämlich noch ein paar Busse holen. Okay, die lassen wir nochmal losfahren. Hallo! Hallo! Was? Essen? Jetzt schon? Nee.
Ist ja gerade mal halb sechs. Essen wir heute im Edelhof. Ja. Gehen wir heute in die Badewanne? Mit Mama oder Papa? Oh, nein, nein. Na gut. Was willst du essen? Ein Döner-Teller. Dankeschön. Du musst holen, gell? Nö. Nee. Natürlich. Weißt du, wer 20 Meter sind oder was, hä? Mickey Maus. Ja. So, Entschuldigung, mein Kind hat mich gerade darauf hingewiesen, dass es gleich Essen gibt. Aber gibt es eigentlich gar nicht, ne? Weil es ist erst 17.24 Uhr. In der Stunde gibt es erst Essen. So. Okay, jetzt schauen wir mal, beobachten wir einfach mal ganz kurz weiter unsere Buslinie. Das passt soweit. Sehr gut, die Bus 2. Also hier stimmt was nicht. In Epping. Da stimmt was nicht. Da ist halt nichts los und auch keine Anbindung, das ist das Problem. Dann sollten wir vielleicht da noch einen Fernbus. Ach, das ist aber mit der überfüllten Straße. Ich glaube, weißt du, was wir noch machen sollten? Die Straße ausbauen. Ja, nee, nicht die Straße. Die LKWs tauschen. Du hast die neuesten LKWs? Nein. Moment. Ja, neue bekommen. Guck mal hier. Ah, okay. Das habe ich nicht mitbekommen. Sind schneller, können mehr laden. Mach doch erstmal den Zug schicken, der war doch gerade oben, kannst du nochmal ins Depot. Aber was kriege ich denn? Kriege ich zwei Wagen? Ja, zwei Wagen ist doch aber schon mal gut. Das Problem ist ja, ich würde lieber noch ein bisschen Geld, dass wir gleich richtig aufrüsten können, weil das Problem ist, wenn ich ihn rausschicke, da dreht ja hier immer wieder um. Ja, na gut. Weißt du? Auch wieder recht. Wenn er dann wenigstens normal fahren würde, aber das macht er nicht, der Idiot. Lass uns mal um die LKW-Linien kümmern, dass wir die austauschen, weil dann könnten wir LKWs reduzieren. Okay, ich bin der Meinung, hier brauchen wir bei Weitem nicht so viele LKWs. Den können wir ins Depot schicken. Ich würde da maximal zwei wegschicken, weil die Anzahl, die passt ja eigentlich, aber weil die andere Firma ja nur halb produziert, da ist es eben das Problem. Na gut, aber wenn ich jetzt, warte mal, ich tausche jetzt mal ein paar aus. Wo ist denn hier das scheiß Depot überhaupt? Ach, hier vorne. Wenn ich die austausche, die können ja dann noch mehr laden. Ja klar, aber ich würde das so lassen, weil du siehst ja, wenn du jetzt mal rechts schaust, die Firma produziert schon mal ganz gut. Ja, hier geht's ganz gut voran, ja. Oh, ein Schiffchen. Ja, die haben aber auch Weizen, haben sie satt, ne? Nachfrage ist jetzt nicht so gigantisch. Da kommt mal wieder kannst einer. Kannst ja mal den Kredit in der Zeit zurückzahlen, dass du für den Zeit keine Zinsen zahlst. Du wieder Geld hast. Ja. So, jetzt kommt gleich wieder ein dicker Batzen. 90 Rohöl und 48 Baumstämme haben wir drin. Ja, da müssen wir auf jeden Fall noch aufrüsten. Ich bin immer noch für den zweiten Zug, wir haben zu wenig Geld, das ist das Problem. Beziehungsweise die Frage ist, lohnt es sich nicht erst unten bei dem anderen Weizenzug den zu verbessern und dann hier den zweiten Platz zu kaufen? Den hier? Ja, dass er die besseren Wagen dann hat. Ja. Das würde sich auf jeden Fall lohnen, definitiv. Müssen wir ganz kurz schauen, was die besseren Wagen kosten würden. Der braucht einmal die hier. Die können nämlich doppelt so viel laden, aber die kosten halt dafür dreimal so viel. Das ist halt, steht eigentlich nicht im Verhältnis. Das ist ein bisschen blöd, aber naja. Müssen wir noch ein bisschen fahren lassen. Da reicht unser Geld noch nicht. So, wie sieht's auf der Linie aus? Die Nachfrage ist auch. Oh, nice. Hier, das passt doch, ey. Das sieht doch wirklich gut aus. 250.000 macht die Fernbuslinie. Da kann man nur mal sagen, hip hip hurra. 1, 2. Schick mal hier nochmal los auf die. Ich denke, dass die Fernbuslinie ganz okay ist. Was haben die für ein Intervall? 73 Sekunden. Hier kommt der nächste. Hier kommt der nächste. Da kommt wieder einer. Die haben einen guten Abstand. Finde ich. Oder?
Ja, das passt. Was du probieren könntest, um Epingen die Buslinie ins Geld zu bringen, du verkaufst die ganz alten und kaufst zwei von diesen gelben Bussen. Also nur zwei, weil da sind Dafür gelbe müsste aber generell Busse. überhaupt mal einer fahren. Das ist ja das Problem. Es fahren ja welche, aber es sind halt zu wenig, um, sag ich mal, Verdienst zu machen. Ich glaube, dass wir die Stadt mit der verbinden, mit also die Städte untereinander verbinden sollten. Also das ist einfach das, was richtig reißt. Also was wirklich richtig reißt. Dazu müssen wir aber die Straße freikriegen. Die Straße ist einfach zu voll hier. Die kannst du ja ausbauen, die Straße, dann wird sie breiter theoretisch. Ja. Vierspurig. Bau nicht möglich, ihr macht das schon gar nicht, ne? Stört das die Autos da drauf? Nee, ne? Oh, nein, nein, das stimmt nicht. Das Stück macht er nicht, warum auch immer. Musst du die andere Straße abreißen, was ich machen würde. Hier? Ja. Mann, ist denn das euer Ernst? Ihr macht das auch nicht wegen den verschissenen Schienen. Mal gucken, ob er das macht. Ups, Moment. So, warte mal, und jetzt müssten wir. Ist aber auch eine Scheiße hier. Wofür sind die überhaupt? Ach so. Ja, ich würde da links an die Straße gehen. Genau. Also, ob wir das hinbauen. Ja. Gut. Das passt eigentlich schon mal. Oder? Die haben wir jetzt komplett ausgebaut, sehe ich richtig. Müsste eigentlich übernommen haben. Ja. Gut. Passt. So. Wo ist unser Zug? Da kommt gerade hier. Der holt wieder Rohöl. Sehr gut. Okay. Wie sieht es hier aus mit den Waren? Hier kommt auf jeden Fall was an. Ist noch nicht viel, aber es kommt was an. So, und hier sind auch wieder welche bereit. Was fehlt denn? Holz. Wo ist denn hier die scheiß Weiterverarbeitung? Hier. 30, okay. Müsste mal mehr mitnehmen. Aber ich glaube, der kann nur 16 mitnehmen. Gelten die Bretter unter Waren? Also weißt du, wie ich meine? Sind das die Warenanhänger? Warte mal. Ne, die müssten auch auf dem Rungwagen sein. Bretter, ja, da kann Aber er eigentlich genügend mitnehmen. So, jetzt sollte es auf jeden Fall erst nochmal Geld geben. Und zwar ganz gut.
Zack. So. Noch mal 1,5 Millionen zurückzahlen. Der hat vollgeladen mit Öl und Treibstoff. Haben die genügend? Ja, die haben genügend. Aber wir könnten mehr Öl abtransportieren. Also da hängt es leider noch ein bisschen. Ja. So. Jetzt schauen wir mal oder beobachten wir mal, wie viel jetzt hierbei rauskommt. Insgesamt da, haben wir jetzt schon wieder 4. Ja, du auch was und dann nimmt 16 nimmt er wieder mit. Ja, 16 ist halt leider auch viel zu wenig, aber ist halt so. Ja, was auch fast eine Mille. Ist schon ein bisschen Geld, also da könntest du ihn ja nochmal reinschicken und welche Anhängen. Also 5 Millionen habe ich jetzt zur Verfügung. Könnte man natürlich auch drüben die Lebensmittelproduktion erstmal umstellen. Oder das. Gut, jetzt bringt er die Waren. Beziehungsweise jetzt hält er hier erstmal die Holzstämme raus, die 48. Sollte dann auf dem Rückweg die Bretter mitnehmen. Nee, der nimmt gleich die Bretter mit. Ach, Holzstämme und Treibstoff schmeißt er raus. Das heißt, hier sollte auch ein gutes Geld bei rumkommen. Ja. So. Genau. 41, 16. Das passt. 18 Waren haben wir hier nur, das ist nicht viel. Aber wir können auch nur 16 ja, mitnehmen. Kommt halt im Moment noch nicht genug an. Ja, die produzieren einfach auch nicht mehr. Es fehlt das Holz, ja. Tatsache. Okay. Ja. So. 6 Millionen haben wir zur Verfügung. Was? Kunststoff? Kommt der denn an Kunststoff? Hä? Doch, ich weiß wieso. Geh mal in die Stadt. Geh mal runter in die Stadt. Es kann sein, dass der auch. Ja, deshalb kommt auch Kunststoff in die Stadt hin. Dann, pass auf, ich kann es dir erklären, die fahren mit dem Zug den Kunststoff, weil du ja, schnell genug abtransportiert hast, runter in die Stadt, von der Stadt rechts zum anderen Bahnhof. Und der nimmt den Kunststoff mit und fährt ihn hier rüber. Wow, really? Das kann man nicht unterbinden, oder? Nicht, dass ich wüsste, wie. Oh, ist das behindert. Das ist ja bescheuert. Du könntest gerade den anderen Zug und ins Depot schicken. Jetzt nicht mehr. Vorbei. Ja, macht nichts. Kann ich auch umdrehen. Soll es auch vielleicht ins Depot ausdrehen. Gut, aber den werden wir in der nächsten Folge austauschen, meine lieben Freunde. Wir sehen uns übermorgen wieder. Lasst das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Und ja, bis dahin. Tschüss. Tschüss.